Hallihallo, ich hoffe, euch geht's gut. Vor ein paar Wochen war es ja noch total easy, sich zu verabreden. Man hat sich einfach auf einen Treffpunkt geeinigt, hat eine Uhrzeit ausgemacht und zack, hat man sich schon getroffen und konnte super viel quatschen. Ganz ohne Gesichtsmaske und ganz ohne Abstand. Und Xinedu hat sich vor der Corona-Zeit mit einem ehemaligen Bewohner der Italien-WG getroffen, nämlich Robin. Und wie es Robin so geht und was die beiden so ausgeheckt haben, das seht ihr jetzt. Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem WG-Kanal mit heute dem etwas ballonigen Xinedu, würde ich sagen. Was es aber mit diesen Ballons hier auf sich hat, das erfahrt ihr später noch. Auf YouTube gibt es ja mittlerweile mega viele Videos von ehemaligen WG-Bewohnern. So sahen sie früher aus, so sehen sie heute aus. Und deswegen darf ich euch jetzt ganz herzlich eine neue Kategorie vorstellen. Ey Mann, was ist denn aus denen geworden? Wie der ein oder andere vielleicht hier schon erkannt hat, ich bin heute in Köln unterwegs. Und das hier, das ist Robin. Robin wohnt nämlich hier in Köln und vielleicht kennt ihr ihn ja noch. So sah er nämlich früher in der WG aus. Und ich bin jetzt mega gespannt und hoffe ihr auch, wie Robin jetzt aussieht. So, hier in diesem Haus wohnt der Robin. Ich muss sagen, ich kenne ihn jetzt nicht, aber ich habe mich natürlich über ihn schlau gemacht. Ich denke, er wird auch wissen, wer ich bin. Aber ich bin mal gespannt. Also so weiß ich, dass er so aussieht. Hallo. Hallo, hier ist der Xinedu. Hi. Also ich denke jetzt nicht, dass er noch genauso aussieht auf dem Bild, weil das ist 4 Jahre ungefähr her. Hallo. Hi, was geht ab? Xinedu. Robin, krass. Ja, also vom Gesicht her ist Robin immer noch Robin, aber du bist auf jeden Fall, so du bist auf jeden Fall älter geworden, das sieht man. Ja, wollen komm wir rein, mal reingehen? Ja, danke, danke. Aber das ist ja jetzt nicht die Wohnung oder das Haus, wo du auch deine Homestory gedreht hast. Ja, genau. Bist du umgezogen, oder wie? Nee, meine Eltern sind geschieden, schon seit ich 7 bin. Und okay. Dann bin ich mal bei meinem Vater, mal bei meiner Mutter. Manchmal ja. Schlafe ich auch bei meiner Freundin, wie es sich gerade anbietet. Eine Freundin hat der Herr. Also, wie lange seid ihr schon zusammen? 4 Monate ungefähr jetzt. Achso, ja, also noch ganz frisch, ne? Relativ, ja. Dann wünsche ich euch viel Glück. Wie war das für dich so mit der Trennung? Das war ja vor der WG. Ach, also klar, damals war ich noch jung. Ja. Ich kann mich gar nicht so gut dran erinnern, aber ist schon so lange her. Ist bei mir auch so. Also meine Eltern haben sich auch getrennt. Aber mir war das noch ein bisschen länger, also ich war 2. Hast du eigentlich Hunger oder so? Ja, also ich habe noch nichts gegessen. Mein, ich nehme mich auch nicht, aber hast du Bock, was zu frühstücken? Ja, dann lass uns mal was machen hier. Oder? Ja, und die WG, wie hat die dich beeinflusst oder was hat die WG mit dir gemacht? Ja, also zum einen ist es schon komisch, wenn man dann auf einmal manchmal erkannt wird auf der Straße. Ja. Dann bekommt man ein paar Follower auf Instagram. Ich bin dann auch ein halbes Jahr nach der Jungs-WG ins Ausland gegangen, in die USA. Geil. Ja, und da war es dann auch so, dass die Leute mich angesprochen haben, so, ja, warum hast du so viele Follower? Und dann habe ich dir mal die Jungs-WG gezeigt und es hat dann dazu geführt, dass ganz viel auf der Highschool an die Jungs-WG geguckt haben. Ja, obwohl die auf Deutsch waren. Ja. Ach, das ist auch geil. Also die haben keinen Wort verstanden. Aber trotzdem geschaut. Ja, genau. Du hast ja gesagt, dass du erkannt wurdest. Ist das jetzt immer noch so nach 4, 5 Jahren? Deutlich seltener. Also es kommt noch vor, mal auf der Straße, mal bei Karneval, wo dann vielleicht welche im Bild, aber es ist schon deutlich weniger geworden. Ja, und ist dir das irgendwie dann unangenehm? Ich meine, du bist jetzt auch älter. Ich weiß gar nicht, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 19. Boah, krass. 19 schon. Das ist ein richtiger Mann schon. Ja, gehen. Was machst du jetzt gerade? Machst du irgendwie Abi oder ja, Ausbildung? Genau. Oder? Also ich mache jetzt mein Abitur, bin jetzt in 3 Monaten fertig oder so. Dann geht es für mich ins Ausland, nach Australien. Ah, wieder? Ja. Ja, ich kenne viele Leute, die erstmal ins Ausland gegangen sind und dann sagen, ich möchte auf jeden Fall wieder ins Ausland, weil es echt eine geile Zeit war. Ja, alles war super geil in den USA und ich will irgendwie nochmal weg und müssen wir mal gucken. Und wenn du dann wiederkommst, hast du dann schon irgendwie einen Abschluss oder was du dann machen möchtest? Dann? Ja, ich möchte Film und Regie studieren. Also was hinter der Kamera? Dann, ja, genau. Vor der Kamera war cool, aber ich glaube, hinter der Kamera ist vielleicht noch ein bisschen interessanter. Ja, und Köln ist ja die beste Stadt dafür. Absolut. Also, wenn du hier auch groß geworden bist, passt das ja. Nicht nur dafür die beste Stadt. Das stimmt. Und was war so dein Highlight, wo du dich immer gerne dran erinnerst in der WG? Das Highlight ist wahrscheinlich das Paragliding gewesen. Das war krass, das habe ich auch gesehen. Das war unglaublich. Ich mache einen Schritt, auf einmal bin ich in der Luft und habe das Gefühl von so Schwerelosigkeit. Ich sitze da in der Luft. Das war ganz schwer, Worte zu fassen. Das hätte ich auch gerne gemacht, muss ich sagen. Das war super cool. Einmal dieses Gefühl von so Schwerelosigkeit. Und wir waren eine halbe Stunde in der Luft und es hat sich angefühlt wie 10 Minuten. Also das ist geil, das geht schnell dann, ne? Ja, also ich muss sagen, ich habe die WG ja auch sehr aufmerksam geschaut. Ich hoffe. Um mich auch so ein bisschen vorzubereiten, was da auf mich zukommt, bevor ich in die WG gekommen bin. Ja. Und ich habe dir eine kleine Überraschung mitgebracht. Ich würde sagen, ich hole die mal ganz kurz. Ja. Hier kommt meine Überraschung für dich. Also, nein, also die sind jetzt nicht als Geschenk. Also, ach so. Wollt ihr die jetzt nicht schenken? Also, das ist vielleicht Jungs-WG-Jubiläum oder nee, 5 Jahre.
4 Jahre, das könnte ein Jubiläum sein. Das ist rund. Nee, ich habe tatsächlich vor, ein bisschen Quatsch mit dir zu machen. Das sind ja Heliumballons, falls du es schon gesehen hast. Und jetzt leuchtet es vielleicht ein, die Helium-Aktion in der Serie. Ich erinnere mich, ja. Ja, hallo, ich bin der Robin. Hallo, ich bin Nils. Wir haben Helium gefunden. Das ist so lustig. Ole, komm mal rüber. Jungs. So let's party today. Heute Abend machen wir Party hart. Oh mein Gott. Oh mein Gott, meine Stimme. Scheiße. Hey, Jungs, mach, dass das aufhört. Du hast mich gerade eben schief angekommen. Hey, lass meinen Freund in Ruhe. Was willst du? Komm her, Junge, eins gegen eins. Komm her, lass die Fäuste knallen, Junge. Also Leute, wenn ihr Lust habt, dann checkt auf jeden Fall mal ZDFTV.de ab. Oder in der TV-App. Oh mein Gott. Jungs, hier geht die beste Zeit. Ich hab mein Loch verloren. Also ich glaube, du wohnst ja richtig hier in der Karnevalsgegend in Köln. Was kennst du da schon für Karnevalslieder? Kannst du ja mal hier... Kannst du mal anstimmen? Ja. Denn ich bin nur der Kölsche Jung. Also ich kenne auch ein paar Karnevallieder. Also ich habe ja auch hier in der Gegend gewohnt. Bin ja gerade umgezogen. Karneval habe ich dieses Jahr auf jeden Fall noch mitgefeiert. Ich auch, ganz schön. Ja? das hast du sehr gut gemacht. Ich würde sagen, wir machen das jetzt nochmal zusammen. Was ist dein Lieblingskarnevalssong? Vielleicht kenne ich den ja auch. Da sind wir dabei. Da sind wir dabei. Das ist wie. Ich kenne das. Wie. Kloni. I gave you like a basketball. Hey, I just met you. And this is crazy. Da ist mein Name, Sakari Mei. Okay, Jungs, hier geht. Was geht ab? Helium, sieht voll ab. Robin TM ist jetzt da. Instagram, super da. Das ist alles so geil. Bis dann, mach's gut und ciao, ciao. Oh Mann, die zwei sind echt total verrückt. Ihr Lieben, bevor ihr jetzt aber alle zur Heliumflasche greift, um lustige Stimmeffekte zu erzeugen, bitte denkt dran, Robin und Shinedu haben das ganz kontrolliert in kleinen Mengen eingeatmet, denn zu viel Helium in der Lunge kann echt saugefährlich sein, also bitte passt da auf. In diesem Sinne, macht's gut, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und wenn ihr auf diesen Link klickt, dann könnt ihr euch nochmal die WG-Folgen von der Italien-WG anschauen. Oder ihr schaut einfach in die TV-App oder auf zdftv.de. Tschüss!